So, hallo, ich begrüße euch zu einem Kaizo Level Design Contest Level vom lieben HF. Der hat mich gerade in den Discord angeschrieben und gesagt, ich soll das spielen, also spiele ich das jetzt. So einfach geht das. Hallo. Und er hat gesagt, ich wäre, also du schaffst es ohne Saves jetzt in 10 Minuten und du sagst, wenn ich Saves jetzt nutze, brauche ich um die 15 bis 20 Minuten. Ja, das Also, ist beides korrekt. schauen wir mal. Aber wenn du sagst, ein Link, der hat zwei. Ach so, und der hat ohne Save States gespielt, bis er es Ja, natürlich geschafft hat er hat. ohne Save States gespielt. Ah, jetzt verstehe ich, weil ich wollte gerade sagen, du kannst doch nicht sagen, dass ein Link, der schlechter ist. Okay, jetzt raff ich alles. Ja Das gut, heißt, aber wir. LinkedIn ist auch keine Safe States gewöhnt. Richtig. Das heißt, wir probieren das jetzt erstmal ohne Save States. Es ist zum Glück nicht Cataclysm. Da bin ich schon mal ganz beruhigt. Das ist schon mal eine Ja, es gute ist nicht Nachricht. Cataclysm. Also heißt das Level dann sozusagen auch so für einen Videotitel oder? Ja, das heißt so. Okay, cool. Dann weiß ich da schon mal Bescheid. So, was haben wir denn hier Hübsches? You can do wall. Das ist doch schon mal fantastisch. Sind die auch. Oh, ich muss hier mal ganz kurz OBS woanders hinschieben. Moment. Schup. So. Optimal. Also den ersten Raum, den schaffst du wohl noch ohne Save States. Wieso? Wie geht der Volt? Hä? Ach, komm. Ah, so geht der. Okay. So gehen Walljumps, Conne. Du hast doch auch mal einen Aber Walljump hier an der gemacht. Wand nicht. Auch, auch Ah, an. mit Geschwindigkeit. Okay. Also nicht sozusagen von der Wand weg, sondern ich muss richtig ranspringen. Ah, okay. Ja, so wie Walljumps in SMW halt funktionieren. Ja gut, aber es gibt ja in SMW Hex noch ganz andere Walljumps, nämlich die, wo du von der Wand einfach abspringen kannst. Ich weiß. Das ist der Witz. Ah, den muss ich erstmal gewöhnen. Okay, das ist interessant. Oh Gott. Ich werde ganz. Okay, ich werde schon allein dadurch ganz oft fehlen, dass ich den nicht hinkriege. Hä? Ah. Okay. Du musst schon nach unten fallen, wenn du einen Walljump probieren möchtest. Und du brauchst ein bisschen Geschwindigkeit, um genau zu sein, 29. Eieieiei. Okay, das ist interessant. So, okay, dann einmal hier runter. Oh. Da bin ich gleich mal angeeckt. Okay. Ach Gott. Also ich werde auf jeden Fall bestimmt mal gut 5 Minuten ohne Saves jetzt probieren. Alleine schon, weil mich das interessiert, wie weit ich komme. Ich hoffe doch, du kommst in den 5 Minuten zumindest aus dem ersten Tutorial-Raum raus. Ich schaffe irgendwann mal diesen Sprung hier. Das gibt's doch nicht. So, zack. Oh mein Gott. Okay. Das Tutorial ist nämlich schwierig, aber das passt auch zum Rest des Levels. Da, oh. Wenn ich da nicht so in der Wand immer hängen bleiben würde, dann hätte ich, glaube ich, das Gefühl, da besser rumzukommen. Aber das ist wieder nur so ein. So ein. Wow. Wieder so nur so ein Einbildungsproblem. Ah, zumal ich da. Ist es so ge. Ah, lass. Okay, kann ich da vielleicht. Nee, ein Walljump? Nee, Quatsch. Man soll hier schon einfach nur durchfallen, ne? Nee, du sollst schon Wallclips machen. So wie du das gerade getan Ach, die hast. Wall. Jetzt verstehe ich's. Okay. Gut, dass du das gesagt hast, Stell weil. dir einfach vor, du würdest Vanilla spielen. Mit ganz normalen Walljumps. Ja, okay. Für mich waren die Wallclips bisher eher störend, aber jetzt, wo du gesagt hast, es ist sogar, die sind praktisch notwendig, in Anführungszeichen. Sie sind technisch gesehen nicht notwendig. Du könntest da auch durchspringen, ohne sie zu benutzen. Es macht den Ja. Sprung aber nicht angenehmer. Ja, true. So, aber, genau. Kann ich scrollen? Nope. Du kannst nichts machen. Ich werde mich in sowas von Safe State. Ich meine, natürlich wirst du Safe State. Die Frage ist nur, wie schnell. Oh mein Gott. Okay, nice. Mensch.
Wieso? Oh, was mache ich denn? Okay, wir spulen mal ein bisschen zu. Ich probiere mal ein bisschen aus. Wie mache ich das denn? Brauche ich den überhaupt? Ich kann doch direkt darüber springen. Nee, kann ich nicht. Nein, du kannst da nicht direkt drüber springen. Schade. Nicht mal mit Anlauf? Okay, dann hol dir halt Anlauf. Ha! So gefällt mir das viel besser. Kann man zwei hintereinander machen? Nee, ne? Aber muss ich ja eigentlich hier. Ach, oh Gott! Kann man? Oh Gott, das ist der umständlichste Walljump in einem Hack, den ich je gespielt habe. Holy shit! Wo sind diese schönen Clap-Walljumps, wo es noch so ein schönes Geräusch gibt, wenn du abspringst? Was heißt denn hier schon schön? Also, das hier ist der am meisten SMW-artige Walljump, den du jemals finden kannst. Ja, richtig, richtig. So SMW-artig, der ist quasi schon ein Vanilla-SMW verbaut. Richtig, ich hätte lieber den Walljump, den New SMB Walljump, den hätte ich. Quatsch, doch, passt. New Super Mario Bros. Ja, den Walljump hätte ich gerne. Danke. Ja, den kriegst du hier aber nicht. Ja, schade. Oh mein Gott. Jetzt! Oh! Ich werd bekloppt. Was zur Hölle? Ja, gewöhn dich besser dran. Das gibt's. Vor allem, sowas machst du doch bestimmt später noch, während man von Bullet Bills beschossen wird oder sonst irgendein Quatsch. Das wirst du ja sehen. Ich will's gar nicht. Mein Gott. Du wirst ja, aber sehen. Komm, ich geh hoch. Ach nö. Also Conan, wenn du dich jetzt weiter so anstellst, dann werden wir schon länger als 20 Minuten brauchen. Da bringen ja nicht mal mehr Safe-States was bei dem, was du hier gerade produzierst. Richtig. Ja, ich muss aber erstmal verstehen, wie das hier. Alter. Ich darf halt nicht zu weit weg, weil dann. Ja, oh mein Gott. Ah, das war doch mal was. So, hier, Safe State. Das mach ich. Oh, Hilfe! Okay. Was machen wir denn jetzt? Jetzt kombinieren wir lustige Dinge. Das ist nur eine Shell. Wird es direkt normal? Ja, ich probiere einfach mal aus. Nee, das reicht nicht. Dann muss ich wahrscheinlich erst. Ach so. Oh. Du musst übrigens nicht den Safe-Set laden. Es gibt Fast Retry. Ach, der geht direkt hier hin. Ja, natürlich. Ja, du hast nämlich an Anfang des Levels setzt. Nein, nein, nein. Jeder Raum ist ein Checkpoint. Das ist gut. Ja, das ist alles total nett, ne? Warum lädt er nicht sofort automatisch den Retry? Warum muss ich das drücken? Damit du sehen kannst, woran du gestorben bist. Wow. Damit ich sehen kann, woran ich gestorben bin? Damit du sehen kannst, woran du gestorben bist. Okay. Wenn es automatisch nachladen würde, wenn es automatisch wiederholen würde, dann würdest du ja nicht sehen, woran du stirbst. Aber weil bei Stevie, ich glaube, Stevie hatte den eingebaut, dass man direkt jetzt, also, dass man gar nicht mehr. Ja, den mögen viele Leute nicht. Aus genau dem Grund, dass man nicht sieht, woran man gestorben ist. Aber ich sehe doch immer, woran, ich habe doch immer gesehen, woran ich gestorben bin. Ja, das wird dir vielleicht später nicht mehr so ganz klar sein. Ah, okay. Gut, vielleicht ist es dann bei Kaizo Hex anders als bei normalen Hex. Oh mein Gott. Du. Ja gut, also wenn du noch die Safe-Sets lest, dann wird die Musik dadurch natürlich nicht schöner, ne? Das ist richtig. Ich weiß, aber es geht schneller. Wie mach. Oh, ach, überhaupt keine Geduld. Gott, wie mache ich das denn? Ja, aber ich bin ja nur dann eigentlich. Es bringt ja nichts auf die andere Seite zu gehen, ne? Ich muss schon direkt von da aus den Shelljump machen. Ne, es bringt ja schon was auf die andere Seite zu gehen. Also ich meine, du kannst den Shelljump von links machen, aber von der rechten Seite wird er nicht schwierig. Ja, aber ich brauche einen Sprung mehr. Dann mache ich es lieber gleich von da. Ja, dann brauchst du ja zwei Sprünge mehr, aber ja. Dann mach's lieber gleich von da und lande dann da oben drauf und chill dann erstmal eine Runde. Ja, kannst du erstmal oben ins Hellstate setzen. Richtig! Alter, wie spielen Leute wie du oder Link das ohne Safe States? Das ist doch sick.
Also Connell, dieser Raum ist wirklich... Na gut, ja, ich meine, gut, dann startet er genau da, wo ich gerade auch starte. Ich habe nichts gesagt. Ja, ich habe nichts. Ich habe nichts gesagt. Man startet da. Ja, ja, man startet da genau da. Ich habe schon wieder gedacht, man muss das den ganzen Anfang nochmal spielen. Das vergisst man durch Save States nämlich, dass man eigentlich... Das wäre doch eine reine Zeitverschwendung. Ja, richtig. Aber das vergisst man durch Save States, dass man eigentlich ja auch genau an der gleichen Stelle den startet, wo der Save State ist. Ich meine, das hier ist ja noch das Tutorial. Ach so! Das eigentliche Level fängt doch erst gleich an. Das ist noch gar nicht die Stelle, wo du die 10 Minuten mit dazu zählst, die du brauchst? Ach doch, 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 natürlich. Ach so. Dann ist ja gut. Sonst hätte ich mir jetzt Sorgen gemacht. Weil wir haben schon meine 10 Minuten. Hilfe. Echt jetzt? Wir sind schon bei 10 Minuten? Ja. Okay, ich ziehe alles zurück, was ich über 20 Minuten gesagt habe. Wenn ich das hier so sehe, das wird ja eine Ewigkeit dauern. Ja, du kennst mich doch. Nee, ich hatte es wohl vergessen. Ach so. Ja, aber das sind aber auch echt merkwürdige Wolle. Oh mein Gott. Ich bin halt überhaupt nicht in dieser Physik drin. Nein, so merkwürdig sind die gar nicht. Die sind quasi so, als wären sie in SMW schon immer drin gewesen. Ja, ja, aber das sind ja gerade die schwierigen. Ja, nur ein einfacher. Ja. Ja! Holy moly! Ah. So. Hurra! Ja, sehr gut. Achso, jetzt muss ich natürlich unten starten. Nee, 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 nee. Jetzt solltest du aber vielleicht mal doch dein Selbstset laden. Mann! Ich will doch nur da hoch. Oh Gott! Was muss ich da jetzt alles machen? Ein Walljump. Noch ein Walljump. Ach, du noch ein Walljump. Ach du Schande. Oh Gott! Ach, ach, oje, was habe ich dir da angetan? Nimm meinen Hack auf, hat er gesagt. Ja? Du spielst den ganz schnell durch, hat er gesagt. Ja, ich dachte, du benutzt halt Safe States und spielst halt einfach gut und dann bist du ganz schnell durch. Ja, wenn ich mit der Physik mal klarkomme, oh mein Gott. Ah, da ist der Raum schon zu Ende. Ja, ja, da ist der Raum schon zu Ende. Das ist auch alles total nett hier. Sind ja wirklich ganz kurze Raum. Oha! Da oben kann ich wieder chillen. Das ist gut. Chillen ja. Chillen ist nur super. Nur noch von der Stelle abspringen quasi. Jede Stelle zum Chillen ist gut. Oh mein Gott! Du wirst auch Stellen zum Chillen bekommen in den meisten Räumen. Sehr schön. Mann! Nicht so... Alter! Spielst du das... Ich frage hier immer wieder, ne? Du weißt ja, ich spiele mit Tastatur. Du spielst mit Gamepad, ne? Ich spiele mit Tastatur. Ach, auch! Okay. Hm? Hatten wir... War es nicht irgendwann mal andersrum, dass irgendwie... Ah, nee, da habe ich dann mit Gamepad gespielt und du aber immer noch mit Tastatur. Ich habe schon immer mit Tastatur gespielt. Richtig. Ich habe das auch nie geändert. Dann habe ich irgendwann meine Dingsphase gehabt, meine hier mit dem Wii mit dem Switch Gamepad Ding. Richtig. Nee, so war das. Nee. Das war noch das also ich erinnere mich ja an eine Cruella Aufnahme, das war ja bevor die Switch überhaupt draußen war, oder? Ja, da hatte ich noch die PlayStation 3, richtig. Da hatte ich auch den Controller. Genau, den hatte ich auch eine Zeit lang genutzt. Richtig, richtig. Ach, komm schon! Ja, das gleiche könnte ich zu dir sagen. Komm nicht mehr hoch. Was ist das denn? Ah! Ja, du hast 5 Frames Zeit, von der Wand abzuspringen. Chill dich mal nicht so an. Aber ich habe zumindest wieder nämlich mein schönes altes Layout. Ich habe jetzt ja, ne, durch den neuen Laptop kann ich wieder ganz normal die... Ach, ich habe das noch gar nicht umgestellt. Ich wollte gerade sagen, kann ich wieder meine X-Taste nutzen. Hatte ich das nicht schon mal umgestellt? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt nämlich wieder so spielen wie früher und tu's gar nicht. Bin ich dumm? Ich glaube, ich muss nach... Ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren. Ich muss nach der Aufnahme mal mein Layout hier umstellen. Ja gut, jetzt hast du zumindest die perfekte Ausrede dafür, warum du so lange fürs Tutorial brauchst. Nein. Das ist ja keine Ausrede. Doch, nutz doch die Ausrede. Alter! Gratata! Also
solange es keine Stunde wird, die Aufnahme ist alles gut. Ja, wir beenden einfach bei 59. Dann schaffst du einfach das Level. Ich habe allerdings gerade äußerste Bedenken. Du hast gesagt, du wirst es so spielen, das konnte ich ja nicht wissen, dass das so aussehen würde, dein Gameplay. Ich schon. Aber ich konnte auch nicht wissen, dass du hier so ein komisches Gimmick einbaust. Ich dachte so, okay. Das ist halt wirklich, das ist ja das Einzige, was gerade das Problem ist. Dass ich mit diesem Walljump nicht klarkomme. Es wäre ja traurig, wenn doch irgendwas anderes ein Problem wäre. Ach komm schon! Ich krieg diesen Moment nie hin. Es sind 5 Frames, das sind 83,2 Millisekunden. Jetzt! Raus da! Okay. Ah, Hilfe! Toll. Ja, aber, ich kann nicht so abspringen. Ich muss. Oh boy. Ich muss hier runter, dann muss ich. Speed. Ich muss hier runter, dann hier. Ja, aber die Idee von dem Sprung, die hast du schon ganz gut begriffen. Nur an der Ausführung hapert es noch ein bisschen. Ja, zum Glück habe ich dann den Safe-State. Alter, wenn ich jetzt wieder von da unten anfangen müsste. Ich würde ja durchdrehen. Ja, deswegen spielst du das ja auch nicht ohne Safe-State. Aber sowas von. Aber manche Leute tun das halt, ne? Ja. Die brauchen dann halt. Ja! Okay. Oh, neue schöne Musik. Was zur Hölle? Ja, willkommen im richtigen Level. Ja, immerhin schöne Musik jetzt. Das ist ja schon mal stabil. Erkennst du diesen Sprung denn? Naja, es wirst halt aus einer Kanone geschossen und landest auf einer Shell. Wahrscheinlich geht Kataklysm auch so los. Ja, genau. Also das sieht nicht nur so aus wie der erste Sprung, das ist der erste Sprung. Ich habe nur die Stacheldecke ein bisschen höher bewegt. Na, zum Glück ist es ja nicht Kataklysm. Ja, nee, es ist ja nicht Kataklysm, ne? Also da ist der Levelname auch sehr eindeutig. Trotzdem erstmal verstehen, wie ich da durchkomme, was zur Hölle. Ich darf keine Pfeiltasten drücken, sondern ich muss nur, sobald ich abspringe, wahrscheinlich die Sprungtaste. Aber dann darf ich nicht hinter. Ja genau, sobald auch nicht. Ja, es hat immer noch nicht gereicht. Ja, so nur anders. Okay. Jetzt darf ich mich zumindest nicht mehr beschweren, dass es an den Walljumps liegt. Ja, Nee, Pfeiltaste darf ich auf keinen Fall drücken, da passiert das hier. Das ist auch nicht richtig. Es ist wirklich einfach nur. Nee, es ist nicht einfach nur das. Nicht nur das? Muss ich doch auch in die Richtung. Du sollst die Shell schon kurz in die Hand nehmen. Du sollst die Shell nach vorne. Ah, ja, ach genau. Du Scheiße. Ja, dann landest du weiter vorne auf der Shell. Dann kommst du besser rüber. Also so, nur anders halt wieder. Oh, Hilfe. Okay. Ja, genau. I see. Lass es schneller loslaufen. Ganz kurz nehmen wahrscheinlich nur und dann direkt. Ja, okay, alles klar. Ja, genau so. Wäre ich jetzt nie drauf gekommen, ne? Also wenn ich dich jetzt nicht dabei hätte, würde ich hier wieder sitzen. Ja, das ist ja schade. Eieiei. Solche Ideen komme ich doch nicht. Kurz die Shell in die Hand nehmen. So. Wer macht aber so sowas? Spielt man ja auch den ersten Sprung von Cataclysm. Ich habe das nie gespielt. Ich weiß auch das warum. Könntest du auch mal ändern. Nee. Da reichen mir die Videos dazu. An der Stelle ist jeder eingeladen, einmal nach Cataclysm zu googeln. Und sich das TAS anzuschauen. Ist das überhaupt ein TAS oder ist das richtig gespielt? Es ist offensichtlich ein TAS. Okay. Kann man das überhaupt richtig spielen? Nee, nur als TAS, ne? Sagen wir mal, Biop hat mit allen ihm zur Verfügung stehenden Emulator-Tools eine Stunde für den ersten Sprung gemacht. Wenn dir das was aussagt darüber, wie schwierig der Hack ist, dann. Ja, alles klar. Also es bleibt praktisch bei einem normalen. Es bleibt bei einem Task-Playthrough. Was ja trotzdem, also man spielt es ja trotzdem normal, aber man könnte es sozusagen nicht normal zeigen. Der Satz hat. Naja, ich meine, du könntest es jetzt nicht bei einem Event sozusagen vorspielen, im Sinne von, ich spiele jetzt das Level und schaffe das Level, sondern bis dieses Task entsteht, das ist ja, das stecken ja Stunden drin.
Ja. So meinte ich das. Das ist richtig. Während du halt, also jetzt, keine Ahnung, so die schweren Mario Maker Level, die zum Beispiel ein Panga baut, die kann er ja trotzdem irgendwann mal dann am Stück durchspielen. Auch ohne Tars. Da braucht er zwar auch ewig für, bis er es mal hat, aber er kriegt sie praktisch durchgespielt und das kriegst du dann hier nicht hin. Also hier schon. Aber in dem. Also hier schon. In Cataclysm eben nicht. Ja, aber das hier ist ja nicht Cataclysm. Ja, ja, das ist mir klar. Ja, also es steht ja auch im Level. Ja. Bin ich auch nochmal sehr froh drum. Ah, ich hätte dir einfach Cataclysm schicken sollen. Nee! Mann, verpasste Chance. Da hätte ich aber sofort aufgehört. Ich krieg da. Also, das ist doch nur ein ganz einfaches Timing, Herrschaftszeiten. Sehr stellst du dich aber wirklich hier lang. Ich weiß. Deswegen sage ich's ja. Ich muss halt einmal kurz die Sprungtaste drücken, dann wieder loslassen und dann wieder los. Und dann, ja. Irgendwann machst du noch die Slow-Mo für das Level hier an. Nee. Aber wirklich nicht. Das klingt ja dann furchtbar, die Musik. Mann! Wir kriegen das hin. Jetzt hätte ich wieder loslassen müssen. Kriegst du das wirklich so? Natürlich kriegen wir das hin. Alles easy. Das freut mich ja. Ah, das freut mich ja, dass hier alles easy ist. Alles easy. Ach, komm schon. Ich hoffe nur, da unten kann ich gleich chillen und muss nicht direkt die nächste Aktion machen. Ja, träum nur weiter. Dass ich schnell genug reagieren kann, irgendwie. Ach, come on! Ah, du hast bestimmt wieder 6 Frames oder so Zeit für den nächsten. Nice. Ganze 6 Frames. Keine Ahnung, ich hab's jetzt nicht nachgezählt, wie viel das wirklich ist. Ah, das gibt's doch! Hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut du den Sprung geschafft hast. Ich muss erstmal bis zu dem. Hinkommen. Ach komm. Du wusstest, worauf du dich einlässt? Wusste ich das wirklich? Ja, eigentlich schon. Ich würd's mal vermuten. Nein! So nicht. Ja, na, was? Das hat wieder nicht. Nein! Es reicht also nicht nur loszulassen, sondern ich muss. Oh Gott, ich muss regulieren. Natürlich musst du regulieren. Ah. Also einfach nur einen Knopf loszulassen, das wäre ja. Also das kriegt ja wohl jeder hin. Nee. Also so. Wenn einfach nur einen Knopf loslassen die Lösung dieses Levels wäre, das wäre ja. Es ist ja nur der erste Sprung, es ist ja nicht die Lösung des Levels. Ja, halt, stopp, es ist der erste Sprung vom dritten Raum, okay? Ja, nach dem Tutorial. Sagen wir dann, okay, der erste Sprung vom ersten Raum nach dem Tutorial. Ach, komm mal. Ja, aber wenn du es bis hierhin ohne Selbstjets geschafft hättest, dann wärst du hier. Hättest du ja auch schon was geschafft, ne? Hab ich aber nicht. Werde ich auch nicht. Schade eigentlich. Dafür kann ich diese Walljumps überhaupt nicht. Ach, komm schon. Wie lange sitzen wir jetzt hier dran? Oh mein Gott, ich mach gleich wirklich Slow-Mo an. Ich krieg's halt echt nicht hin. Oh Mann. Das gibt's ja nicht. Ich kann dir garantieren, dass mindestens 5 Leute dieses Level ohne Selbstjet geschafft haben. Ja, das ist. Du probierst hier nicht etwas völlig Unmögliches. Glaube ich dir sofort. Kann ja bei dem Sprung auch hier keine Selbstjets nutzen. Ah! Nein! Wir waren so weit! Oh Gott! So weit! Ja, verglichen mit dem, wo ich vorhin war, hat der Screen mal gescrollt. Ja, bist bestimmt 5 Stacheln weiter gestorben als beim letzten Mal. Ja, siehst du mal.
In dem Tempo sind wir um 3 Uhr morgens im nächsten Raum. Eieiei. Eieiei. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Doch, doch, das gibt's schon. Ich wollte gerade fragen, welchen Platz du denn gemacht hast mit dem, aber das läuft ja noch, ne? Die Ergebnisse sind noch nicht raus. Das gibt's doch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich super hoch damit platzieren werde. Naja, man müsste halt die Konkurrenz kennen. 76 andere Level. Manche besser, manche schlechter als dieses. Ja, wow. Hauptsächlich einfacher als dieses. Einfacher? Ja, die meisten sind einfacher als das hier. Also Conan, versuchst du gerade seit 10 Minuten den gleichen Sprung und fragst ernsthaft, ob die anderen Level einfacher sind? Ja, aber... Nicht alle Ersteller hassen ihre Spiele. Als du mir gerade dann den Hack schmackhaft geschrieben hast, klang das nicht, wie wenn er schwer wäre. Naja, er ist schwer, aber er ist schon machbar. Das heißt, ich dachte, für dich wäre er auch mit Selbstsets machbar. Ach, es kommt schon. Ich habe vielleicht gedacht, wie schwierig dieser Sprung ist. Ja, nein! Ach, das ist ein schöner Sprung. Fantastisch. Naja, wirklich fantastisch. Nee, das war viel zu spät. Ja, wir nähern uns der Sache. Kommt immer öfter ein Stückchen weiter. Ja. Es ist schlimm, dass du das als Erfolg verbuchen kannst, aber es ist tatsächlich einer. Ja, natürlich. Je öfter ich da hinten hinkomme, umso besser, manövriere ich das mit der Zeit. Nur da oben in die Stacheln möchte ich eigentlich nicht mehr rein. Ich möchte nicht mehr da oben in die Stacheln rein. Ich möchte nicht mehr da oben in die Stacheln. Die Stacheln da oben sind aber auch wirklich schön, ne? Viel Absolut. Schöner als die Stacheln am Boden. Ja, natürlich. Die Stacheln am Boden, die sind wirklich langweilig. Also an denen bist du schon sicherlich 30 Mal gestorben. 100 Mal. Hier! Okay. Da war das Gefühl besser als der Sprung. Nein! Ja, da hättest du abspringen müssen. Auf der nächsten Plattform, also wenn du den Sprung schaffst, dann kannst du selbst. Ich darf da unten aber nicht stoppen, ne? Ich schaff sonst den Sprung nicht. Das ist richtig, du darfst da nicht stoppen. Du musst einfach nur abspringen. Hier habe ich Glück. Wohin bringt mich mein Rewind? Ja, okay, scheiß drauf. Tja, hättest du mal Bisshawk benutzt, dann hättest du jetzt Smooth Rewinds. Aber ich muss nichts drücken, ich muss nur abspringen, ne? Ja. Also nicht... du musst springen drücken. Ja, ich sag ja, ich muss nur abspringen. Ja. Und dann springen drücken. Das also mache ich ja, indem ich abspringe. Ja, aber du musst es auch gedrückt halten, ne? Du kannst ja auch abspringen und dann den Sprung. Ja, ich meine, aber ich muss keine Pfeiltasten noch rumwurschteln. Nein, die Pfeiltasten würden dich ja nur langsamer machen. Eben. Das wäre ja komplett wahnsinnig, die zu drücken. Eben. Dann verstehen wir uns. Aber du kannst natürlich auch Select halten, wenn du das willst. Hä? Das war jetzt Quatsch. Das ist richtig, das ist Quatsch, aber du kannst es trotzdem tun. Aber halt nur, wenn du willst. Ja, nee, muss nicht. Okay. Will ja niemand sein, der im Internet Quatsch macht. Ich hoffe, die Musik gefällt dir. Du wirst sie absolut. Viel besser als die erste. Findest du? Die erste hat mich aufgeregt. Ich glaube, die hier geht auch auf die Nerven, wenn man sie so 2 Stunden am Stück hört. Nein, die kannst du halt ewig hören. Das ist voll in Ordnung. Sicher. Ja, weil die halt nicht so dieses... Ja, dieses...
keine Ahnung, dieses Dudel-Dudel-Dudel, das ist halt super nervig. Wenn's mal sehen, ob du am Ende dieser Aufnahme diese Meinung teilst. Wenn es die normale Melodie gewesen wäre, okay, aber ich meine, ich mag auch schon die normale Melodie nicht mehr so von Mario, das ist einfach... Das hat man einfach irgendwann überhört, aber sowas hier, das kannst du immer hören. Weißt du denn, woher die Musik ist? Nee, aber es klingt nach irgendeinem RPG-Battle-Musik, irgendwas, keine Ahnung. Ich habe auch vergessen, woher sie ist. Stabil. Könntest es nachgucken. Keine Ahnung, Lufia, weiß ich nicht, nee, Lufia, nee, Lufia nicht. Lufia denke ich, eigentlich kenne ich die Lieder, aber... Irgendein RPG halt. Aber es ist von Guilty Gear X. Ah, okay. Fange mit dieser Information an, was du willst. Ich kenne das Spiel nicht. Ich frage mich gerade, ob es dann Guilty Gear wirklich X ist oder Guilty Gear 10? Ich glaube, es ist Guilty Gear X. Also gibt es Guilty Gear 9? Ich glaube, es gibt nicht Guilty Gear. Nee, du kannst ja nachgucken. Ich kann nicht nachgucken. Du hast doch nichts zu tun. Ja, ich kann das nachgucken. Ich werde es jetzt auch nachgucken. Richtig, das wollte ich nämlich. Du hast ja gerade nichts zu tun. Ja, außer natürlich über dein mittelmäßiges Gameplay ablästern. Ja, aber dabei kannst du nachgucken, ob es Guilty Gear 9 gibt. Aber das stimmt natürlich. Guilty Gear X ist anscheinend das... Yes! Nein! Hast du gerade wirklich in den Stachel geschwungen? Conan. Och, komm schon. Och, komm schon. Ich bin ein bisschen zu bald abgesprungen. Ach komm schon, Connor. Oh. Ich hab nicht erwartet, dass dieser Sprung so schlimm wird. Du hast ihn extra da für mich hingesetzt. Ja klar, vor allem, weil ich das Level so für dich gebaut habe. Ne? Ja. Ja! Yes! Ja, du kannst den Test setzen. Oh mein Gott! So, war doch gar nicht so schlimm. Ja, gar nicht so schlimm. Okay, auf den kann ich nicht sprint jumpen, gut zu wissen. So, wir machen das jetzt nochmal von vorne. Oh, willst du das jetzt? Nein. Willst du das? Ich mach das nicht. Echt nicht. So, jetzt muss ich Wall jumpen. Du musst hier mal schon mal Anlauf nehmen, ne? Ah, nee, muss ich nicht den Wall jumpen. Okay, wir nehmen Anlauf. Ich meine, du kannst auch da hoch Wall jumpen und einfach mal nachgucken, was da oben ist. Ah, ich muss Wall jumpen, okay. Ich komme da ja gar nicht hoch, wie denn? Oh, doch, doch, doch. Ach du Schand. Ja, okay, mein Cam sogar hoch. Ja, doch, da kämpfst du tatsächlich hoch, ne? Also das ist... Will ich aber gar nicht! Ich will nur oben auf dieser Stange landen. Dann bin ich schon wieder happy. Nein, das willst du nicht. Wieso, tötet ihr mich? Nee, die tötet mich doch nicht. Ich kann doch hier stehen bleiben. Also offensichtlich kannst du es nicht, aber... Doch können tue ich das schon. Ich hab's noch nicht hinbekommen. Denn würde ich es nicht können, dann dürfte es ja nie passieren. Also offensichtlich kann ich es ja doch. Oh nein, du hast dich versaved. Conan, bitte tu sowas nicht. Nein! Ach, darf ich da nicht hin, oder was? Doch. Aber, also, nein. Nein, das... Warum nicht? Ich meine... Ich meine, du kannst ja das Level mal kurz weiterspielen, aber bitte keine Safe-Set setzen. Muss ich die Ich muss die Geschwindigkeit behalten, das wolltest du mir sagen. Ja. Genau. Das heißt, durch den Wall-Jump verliert man die Geschwindigkeit nicht. Nein, weil du durch einen Wall-Jump keine verlierst. Ah, das heißt, ich muss mit dem Wall-Jump hier drüber und dann mit der Shell schnell weiter und dann... Das ist richtig. Okay. Und jetzt rewinde besser mal. Ja, chill mal. Also muss ich hier auch noch schnell sein. Das ist richtig. Und hier muss ich theoretisch auch noch schnell sein. Das ist auch richtig. Und hier dran kann ich keinen Walljump machen. Ich meine, du könntest theoretisch auf diesen drei Blöcken neue Geschwindigkeit aufbauen, aber das machen wir jetzt hoffentlich nicht. Nein, also, nein. Also ich habe gesagt theoretisch. Oh Gott, was du kommt denn da? Da kommen Shelljumps. Viel Spaß. Ja, wie Shelljumps? Die sind in der Luft. Ja, natürlich. Ich kann davon nicht. Oh nein, sind das. Oh nein! Nein, das sind keine Mid-Air. Ja, aber. Entspann dich. Nein, entspann dich. Es wird alles Sinn ergeben, wenn du erstmal mit P-Speed da bist. Entspann dich, nimm mal eine Wurst. Das kennst du jetzt wahrscheinlich wieder nicht. Das
Ist es egal. Aber nimm mal eine Wurst. So, Kannst du vielleicht irgendwann noch rewinden? Ja, gleich. Okay, okay. Dann wird's halt. Achso, ich kann auf dem Nichts-Spin jumpen. Du kannst auf dem Nichts-Spin jumpen. Nicht, dass es dir irgendwas bringen wird. Na gut. Okay. Also dann machen wir halt mal den hier. Oh Gott, es werden schon die Extra-Saves jetzt für dieses Level rausgeholt. Ja, bevor ich den hier mir versaue und du da so panisch reagierst, das will ich ja nicht. Ich möchte ja nicht, dass du vom Stuhl kippst. Nur für dich. Jetzt hab ich die Geschwindigkeit aber schon wieder verloren, ne? Ja, du brauchst schon P-Speed, wenn du abspringst. Aber wieso habe ich den jetzt nicht mehr? Technisch gesehen brauchst du nicht P-Speed, sondern P-Meter. Aber... wieso habe ich den jetzt nicht mehr gehabt? Das ist ja doof. Ja, aber dafür habe ich die ja hier. Und zwar zwei, weil ich manchmal gerne eine... Ich möchte meine erwartete Zeit bedeutend nach oben korrigieren. Ich brauche so lange mit Save States, wie Link das ohne braucht. Wie wär's damit? Oh je, Mine. Warum willst du zweimal abspringen, Connor? Achso, ich darf nur einmal! Ja, verstanden. Weil du kein neues P-Speed aufbauen kannst. Verstanden. Okay, jetzt bin ich oben gelandet. I see. Ich verstehe, was du von mir willst. Dann werde ich dir mal deinen Wunsch... Ach so, ja, dann ist es ja viel einfacher. Ja, es ist ja auch viel einfacher. Es ist alles total nett, ne? Dann geht das ja voll. Ich meine, du müsstest diesen Sprung ja auch machen, nachdem du jedes Mal den ersten Sprung spielst. Aber hier kann ich jetzt... Ah, jetzt, deswegen brauche ich die Shell. Ja, ein Walljump und dann ein Shelljump. Ja, weil ich wollte gerade sagen, hier muss ich jetzt ja mehrmals nach oben springen, aber dadurch, dass ich die Shell habe, muss ich das eben gerade nicht. Du könntest allerdings schon erst den Walljump ansetzen. Dann den Shelljump machen. Aber dann verliere ich doch meinen P-Speed, oder? Nein. Erst der Walljump, dann der Shelljump. Okay. Ah, weil ich dann... Ja, verstanden. I see. Das ist dann eigentlich ein ganz cooler Abschnitt. Dann kommen wir jetzt hier endlich mal zu den spannenden Sachen hier. Ja, fast so, als wäre das davor nur ein Tutorial gewesen. Ah, bui. Boy. Nein! Ach, komm schon. Ah! Ja, der passt. Sehr gut. Ist eine Kunst, die richtigen Safe States zu setzen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich hab's oft genug falsch gemacht. In meinem Leben. Ach, komm schon. Ich meine, es ist ja schön, dass du Safe States setzen kannst, aber könntest du nicht einfach den Shell Jump schaffen? Ja, wäre ich auch dafür. Ja, okay, tschüss, in die andere Richtung. Die Leute wollen doch aber auch mal einen anderen Sprung sehen. Echt? Ich dachte, die wollen jetzt noch länger den vom Anfang sehen. Der war noch nicht lang genug im Video. Ja. Wirklich nicht. Alter! Connor, das ist nur ein Shelljump. Ja, aber er ist halt schon nicht so einfach. Weil du ihn ja. Aber er ist jetzt auch nicht so schwer. Ja, aber du machst ihn halt schon aus einer ganz anderen Situation raus. Yes! So. Okay. Ah, I see. Nee, I see nicht. Ist jetzt irgendwie sowas, ne? Wo ich den sozusagen so an. Ja, nur besser. Nicht in die Hand nehmen. Nur so anstupsen. Ja, ja. Dann hinterher springen. Ja. Und nicht nur einmal, sondern dreimal in Folge. Also kriegst du besser richtig hin. Ah, jetzt habe ich dich gespoilert, dass es drei sind. Du siehst erst zwei. Hm, ups. Ich sehe schon eine kaputte Tastatur nach dieser Aufnahme. Nee. Das habe ich hier nur ausgelöst. Nee, keine Ahnung, wie lange die Tastatur hier aushält, ist ja eine ganz neue.
Ah, das freut mich ja. Da kannst du ja auch noch alles darauf schieben, dass du noch nicht an die neue Tastatur gehst. Alter, wie geht das denn? Du hast gesagt, es ist nicht mit R, aber ich muss ja trotzdem in der Luft abspringen. Das ist richtig, aber deswegen ist es trotzdem kein mit R. Ja, weil ich nicht nehme... Oh! Ah, guck mal, das ist ja einer von den richtigen gewesen. Jetzt musst du das nur noch dreimal in Folge hinkriegen. Ah, guck mal, ist gar nicht so schwierig, okay. Ne? Okay. Und dann geht's aber immer noch... von der Wand abspringen. Dann geht's aber immer noch weiter. Ja. Oh! So viel zum zwischendurch Chillen ist in Ordnung, ist möglich. Ja, gleich kommt wieder eine Stelle zum Chillen. Vor allem, wenn ich jetzt... Wenn ich hier sterbe, dann ist ja von vorn. Das hast du ganz korrekt bemerkt. Fast so, als sei das Level schwierig. Okay, das fast so kann man streichen. Das Level ist schwierig. Okay, an der Ranke kann ich chillen. Ja, an der Ranke kannst du chillen. Nice. Ist das eigentlich Absicht, dass das eine Ampel ist? Ja. Cool. Ich hätte ja dann zum Troll eine blaue in die Mitte gemacht. Das wäre ein sehr schlechter Troll. Warum? Dann ist es keine Ampel mehr. Ja, aber dann ist es halt einfach keine Ampel mehr. Nein, anstatt der grünen, anstatt der grünen, dann hast du nämlich RGB. Das wäre auch möglich. Rot, gelb, blau. Ja, halt die Standardfarben. Conor, das wäre aber rot, grün, blau. Jetzt Quatsch, Moment, was? Das heißt, du müsstest die gelbe durch eine blaue ersetzen. Das ist schon... Wär schon richtiger gewesen. Nee, ich muss die grüne durch eine blaue ersetzen. Ja, dann hast du rot, gelb und blau. Und das ja! Ach, du meinst jetzt aus der additiven... Ja! Nee. Ohne, dass sie... Also halt nicht gemischte Ahnung. Farben, sondern die... Ach, diese komischen Wasserfarben da. Nein. Das heißt Wasserfarben. Halt die nicht gemischt sind. Grün entsteht doch aus Gelb plus Blau. Ja, also außer bei deinem Monitor. Ich habe ich hab RGB gesagt und das ist beim Fernseher rot. Ja, das war Schwachsinn. Wegen RGB, ja. Ja. Ich meinte halt die Kunstfarben sozusagen. Was ist denn das da? Das ist dann das Farbenspektrum, ne? Oh, Spektrum. Wo wir dann wieder bei dem Punkt wären, dass das Schwarz keine Farbe ist. Gott. Ach, Mann, ich war so weit. Ja, du hattest die drei Sheltern schon. Du musst nur Müll. Noch anschaffen. Jetzt mach ich wieder Müll. Ja, kannst du bitte aufhören, Müll zu machen? Okay. Bitte besser. Ich bring den Müll jetzt erstmal raus. Ja, spiele bitte besser. Okay. Dann spiele ich jetzt besser. Ah. Das ist ja schön. Mann, ich will an die Ranke. Das ist. Ich will doch nur abhängen. Ja, dann spring halt an die Ranke. Okay, dann spring ich jetzt halt an die Ranke. Ach, scheiße. Ich bin jetzt schon versucht, das parallel einfach ohne Safe mitzuspielen, ne? Oh, warte, ich habe mal die falschen Tasten losge... Ah, warte mal, ich muss das... Du musst nur rechts und greifen loslassen, ne? Springen kannst du ruhig gedrückt. Ich muss rechts loslassen? Rechts loslassen ist keine schlechte Idee. Also, du kannst einfach rechts und greifen loslassen und dann wieder drücken. Oh, lol! Oh, lol! Ja, Oh, lol! Das geht ja wirklich! Wenn du abgesprungen... Ja, natürlich geht das. Wenn du einmal abgesprungen bist, behältst du dein... Hier? Nein, aber... So habe ich das noch nie gemacht. Ja, so ist es aber besser. Wenn du einmal abgesprungen bist, dann behältst du deine Geschwindigkeit. Ja, stabil. Rechtsdrücken macht dich langsamer. Das ist ja stabil. Das ist vielleicht auf den ersten Blick kontraintuitiv. Aber es ist korrekt. Gott, ey. Wenn ich jetzt keine Ferien hätte, ich würde dir das Ding so um die Ohren hauen.
Ja, aber du hast ja Ferien, deswegen ist ah. ja gefragt. Hast du noch Peacebeat gehabt? Keine Ahnung, ist mir auch jetzt nichts, ist mir egal, wir werden es gleich sehen. Nein, du brauchst das Peacebeat, ne? Ja, ist mir schon bewusst, aber ich werde ihn schon haben. Okay. Weil wie soll ich den verloren haben? Ich hatte ihn ja und ich bin abgesprungen von dem Ding. Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen, aber ich kann es ja jetzt testen. Das sieht nicht gut aus. Nee, das ist schon richtig, dass das so aussieht. Wieso? Achso, du meinst... Wait, was soll ich denn da... Du sollst... Also, warte. Wenn du... Angenommen, du hast Peacebeat, was ich glaube. Okay. Dann kletter mal ein bisschen nach oben. Sodass du auf einer Höhe mit den Blöcken bist. Nein, sodass deine Füße auf einer Höhe mit der Oberseite der Blöcke sind. Und jetzt läufst du einfach runter. Ah. Und wenn du noch Peacebeat hattest, dann wirst du jetzt auch wieder neuen aufbauen. Auf diesen vier Blöcken. Und wenn du keinen hast, dann wirst du keinen neuen aufbauen. Also hoffen wir mal einfach, du hast... Ich glaube, du hast keinen. Das sieht nicht sehr vielversprechend aus. Aber wo soll ich überhaupt dann hin? Ja, einfach weiter nach links. Ich muss gar nicht da hoch, wo die Feuerdinger sind. Nein, offensichtlich nicht. Ach so. Ist ja abgeblockt. Nee, ich glaube, du hast kein Peacebeat mehr. Weiß nicht, wann du das verloren hast. Aber das sieht irgendwie nicht so super vielversprechend. Ich will jetzt erstmal da drüber kommen, das gibt's doch nicht. Was du da gerade produzierst. Ah, dann muss man darüber. Ah. Mach ich aber mit dem. Ich weiß es nicht. Mach ich aber mit dem Drehsprung besser, oder? Ja, Drehsprung ist wahrscheinlich besser. Also wenn du Peacebeat hättest. Ja, notfalls spielen wir nochmal bis dahin. Das war jetzt ja nicht so schlimm. Ich habe ja meinen Save unten nach dem großen Sprung. Okay. Nee, das fühlt sich nicht wie Peacebeat an. Nee, das fühlt sich wirklich nicht wie Peacebeat an. Ich meine, es ist ja auch alles nicht so schlimm. Ne? Man kann das ja auch alle ohne Save Set spielen. Mal gucken, wo ich lande mit Symmetry 1. Wahrscheinlich nicht da, wo ich landen will, aber hey, probieren kann man es. Ah, okay, wir nähern uns. Geht der noch? Nein, der geht nicht. Nee, der geht nicht. Der geht noch. Ja, du siehst doch auch so kein Peacebeat, da ist er weg, du von der Wand abspringst. Aber ich muss von der Wand abspringen, oder? Das ist richtig. Aber du musst schon rennen und Y und nach rechts und springen drücken, ne? Ah, das war, dann war das der Fehler. Also du brauchst schon Peacebeat, wenn du von der Wand abspringst in dem Moment, ja. So. Ich dachte, wenn ich mit Peacebeat an die Wand ranspringe, dann behalte ich den auch. Achso, dann verliere ich den ja, da. Ja, ist ja auch so, aber du springst halt nicht mit Peacebeat an die Wand ran. Ach, habe ich jetzt noch gar keinen. Das heißt, der Sprung ist schon Mist, oder wie? Nee, der Sprung ist... Der ist schon rettbar. Du drückst... Das ist schon richtig, also... Okay. Okay. Du musst einfach nur, nachdem du von der grünen Shell abspringst, schneller rechts neu drücken. Ach, dann passt so. Das auch schon. Ah, I see. Und rennen auch, ne? Ich habe ja keine Ahnung, was du die ganze Zeit drückst, ne? Das ist, ich sehe ja nur, dass es das Falsche ist. Ja, okay. Das ist interessant. Ja, er müsste noch nach wie vor diese Arme nach hinten machen, wenn er davon abspringt von der Wand, ne? Ja klar, er müsste halt die Peacebeat-Animation haben. Okay, ja, dann sehe ich ja daran, ob es passt oder nicht.
Das ist richtig. Irgendwas mache ich da falsch. Ich glaube, das stellen wir alle fest. Ich glaube, du drückst einfach nicht nach rechts und rennen. Ja, irgendwie ja. Keine Ahnung. Ja, dann tu das doch einfach. Problem gelöst. Das ist nicht so einfach. Doch, doch, das ist so einfach. Ich habe 3 Millionen Tasten, die ich gerade drücken muss. Nee, eigentlich musst du nur rennen rechts und springen managen. Ja, und ja, das sind 3 Tasten. Ja, das sind 3. Ist das jetzt so viel? Ja. Oh je. Hä? Okay. Das war auch nicht richtig, oder? Nee. Kein PSP? Nicht richtig. Was mache ich denn da falsch, sag mal? Okay. Oh. Hey, ich verstehe nicht, wieso ich an der Stelle den. Es wirkt, als hätte ich einfach schon beim Sprung zu wenig Speed. Ist das möglich oder eher nicht? Ich weiß halt nicht, wann du nach rechts und springen drückst, nachdem du die grüne Shell. Ja, aber dadurch wäre ich halt sogar langsamer, wenn ich das mache. Ja, natürlich wirst du das. Du musst ja Pi-Meter wieder aufbauen. Klingt mir nach zu viel Wissenschaft, die ich nicht verstehe. Halt schon, warte mal. Was machst du bei den ganzen Shelljumps? Ich drück nur springen. Ja, ach so, ja, nee, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Why? Ja, nee, ja, weil du halt keinen Pi-Meter mehr hast. Also, Hä? Eieiei, okay, Aber hier habe ich doch die Animation noch. Ja, aber du hast keinen Pi-Meter. Du hast nur die Animation, aber die bringt dir ja nichts, die Animation. Okay. Die Animation ist nur ein Bild auf deinem Bildschirm, nicht Pi-Meter. Ja, da habe ich mich wohl vorhin missverständlich ausgedrückt. Jetzt war das so einfach, als David, jetzt mache ich das praktisch doch falsch, so wie ich es mache. Ja, das ist richtig. Schade. Du solltest das nur kurz loslassen und wieder neu drücken. Ich habe es komplett losgelassen. Ja, das ist natürlich ein Fehler. Ja, das ist ärgerlich. Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Allerdings kannst du jetzt auch aufhören, aus dieser Position weiterzuspielen. Okay. Ups. Ja gut. Oh. Ja. Okay, so. So, also du lässt rechts und rennen los, kurz bevor du vor der Shell bist. Und sobald du sie anstupfst, drückst du es wieder. Ach so. Das macht das Ganze ja umständlicher. Gut, wenn du einfach nur springen drücken müsstest, das hättest du ja auch wohl hinterfragen müssen, dass das so einfach ist. Ja, deswegen habe ich mich gefreut, dass es so einfach ist. Nein, es ist ja trotzdem noch einfach. Gott! Du musst nur 2 Tasten loslassen, kurz bevor du eine Shell berührst und sie danach wieder neu drückst.
Ja, aber ich bin so bin, was sowas angeht, nicht koordiniert. Ah! Ja, ich weiß, dass es nur zwei Tasten sind, aber ich kann auch nicht Klavier spielen. Das ist so... Es fühlt sich ähnlich an. Ich kann auch kein Klavier spielen. Ich krieg das trotzdem hin mit diesen drei Tasten. Ah, es ist... Oh. Ah, Mist. Hat sich so einfach angefühlt vorhin. Das ist richtig, es hat sich zu einfach angefühlt vorhin. Ah, wenn man es nur überqueren müsste, hätte es gereicht. Ja, das ist richtig. Immerhin hast du gesehen, was danach kommt und hast zumindest mal die Ranke gesehen auf diese Weise. Ja, nice. Nee, Mann, ich muss den Peacefield den ganzen Raum überbehalten, oder wie sehe ich das? Ja, natürlich. Ah. Man könnte sagen, dass er das Gimmick des Raumes. Nein, nimm die doch nicht in die Hand, du Pflaume! Nein! Aber ich denke, wenn ich die grüne Shell da drüben dann überspringe, ist es doch ein gutes Zeichen, dass ich wieder P-Speed habe, oder? Wenn du nach rechts gedrückt hältst in dem Moment, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, ja. Okay. Also wenn du nach rechts gedrückt halten kannst und zu schnell bist, dann ist das ein gutes Zeichen. Eieiei, das ist ja alles hier schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Tut mir ein bisschen leid. Zu spät. Wo ist das Kind schon in den Brunnen gefallen? Oh je. Kinder in den Brunnen fallen lassen, das ist aber sehr unhöflich. Die armen yes! Kinder. Oh, guck mal, ja, du hast das geschafft. Holy moly, Gottes Willen. 3 Millionen. Das ist ja fantastisch. Extra Save States hier. So. Ah! Ja, willkommen an der Ranke. Was ist das denn jetzt? Das ist ein Spiny. Oder meinst du die Säge? Das ist eine Säge. Der ganze Abschnitt. Muss ich auf, nein, das ist ein Spiny und eine Säge. Ich muss auf die. Ah, ich muss auf den Spiny Spin jumpen. Ja, richtig. Es ist nur ein Spiny und eine Säge. Jetzt habe ich den P-Speed verloren. Ja, dann verliere ihn halt nicht. Jetzt ist er noch drauf. Kommt die wieder? Nein. Natürlich nicht. Du kannst hier respawnen, wenn du willst. Du kannst es auch lassen. Einfach im ersten Anlauf. Wie soll ich sie denn respawnen? Ja, indem du nach rechts zurück auf die Plattform gehst.
Und dann behält man den Peacebeat? Wenn du es richtig anstellst, ja. Aber ich glaube, du würdest es nicht richtig anstellen. Ich wollte gerade sagen, da war ein Wenn. Sobald ein Wenn ist... Ich meine, natürlich, alles Mögliche ist hier jetzt mit Wenns belegt. Das ist ja kein einfaches Level. Das war nicht gut. Das war wirklich nicht gut, Conan. Den kriege ich aber gerettet. Oh, kriegst du das wirklich gerettet? Irgendwie. Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch. Naja, ich meine, ich habe hab extra Safe-Sets an der Ranke, also ist alles gut. Okay, extra Safe-Sets an der Ranke, die helfen natürlich enorm weit. Alles gut. So. Gleich wieder überschreiben. Also mir kann nichts mehr passieren, Schlimmes. Ah, nichts passiert. Oh. Der ist auch wieder sehr... Ah, der geht sogar! Oh! Das ist ja wirklich hochgradig spannend hier, wie das gerade abläuft. Und dabei spielst du sogar mit Safe-States. Und trotzdem ist es spannend. Wie du das nur hinkriegst. Siehste mal. Du könntest jetzt so ein Clickbait-Thumbnail machen. Spannung pur oder sowas. Ist Thumbnail-Spannung pur? Ja. Nee. Mit Ausrufezeichen. Und einem roten Kreis um diese Säge. Wahrscheinlich. Solange ich Spin-Jumpe, behalte ich mein Peacebeat, ne? Also ich kann hier eigentlich... Dann... Ja, also solange du keinen Boden berührst, behältst du deinen Peacebeat. Ja, also gut. Behältst du zumindest die Möglichkeit, dein Peacebeat wieder neu aufzubauen. Ja, gut. Weil dann kann ich auf dem Spiny erstmal chillen. Das ist richtig. Und auf dem Spiny dann deinen Peacebeat neu aufbauen. Nee, vor allem in den State setzen. Oh Gott. Ich würde vielleicht die Plattform danach dafür benutzen, aber... Ja, aber auf der darf ich auch nicht stehen bleiben. Auf der muss ich ja trotzdem weiter rennen, ne? Das ist richtig, aber du kannst ja wohl ein Safe-Set im Rennen setzen. Ja, aber es ist leichter zu setzen, wenn ich einfach still irgendwo hochspringen kann. Solange ich da nicht gleich in irgendeinem Feuer lande, wenn Wie auf dieser Säge. Ja, eben, deswegen ja. Hier war er halt dumm. Ja, das stelle ich gerade selber fest. Trotzdem ist es... Das darf echt nicht... Das ist jetzt... Ja, yes, okay, ciao. Also du musst jetzt schon noch den Spiny treffen. Ach so. Mir wurde heute zum ersten Mal gesagt, dass man den Spiny nicht sieht. Und ich meine, das ist zwar faktisch korrekt. Wie, man sieht ihn nicht? Ich bin noch drauf. Ja, nee, also aus dem State, den du gerade gesetzt hast, oh, siehst du ihn nicht. Du musst jetzt übrigens Peacebeat auf dem Spiny neu aufbauen, ne? Also ein bisschen links und rechts hin und her springen. Ah, das ist doch schon die Tür. Das ist richtig. Also hat es ja geschafft. Die Tür. Ja, das ist richtig. Du hast den Raum geschafft. Jetzt musst du es nur noch schaffen, den ganzen Raum im Stück ohne Safe-Sets zu springen. Nee! Den Raum ohne Safe-Sets kannst du behalten. Wow. Das ist aber unhöflich. Das ist ein Geschenk. Ist der Raum jetzt auch wieder Peacebeat-Müll oder bleibt das? Ist jetzt wieder normal. Also hast du gerade Peacebeat-Müll genannt? Ja. Oje, was ist das denn jetzt hier alles? Das ist aber wirklich sehr unhöflich. Das ist egal. What soll man... Oh, da oben ist eine Koopa. Ganzer Koopa ist da oben. Muss ich da die gelbe reinschieben oder was? Ah, der will. Nee. Hä? Jetzt ist er weg. Oh, das sind die Spawns. Der Arme. Jetzt hat er keine Lust mehr auf das. Soll ich den nicht gut machen? Alter. Ganz schön, wie er jetzt einfach bei dir despawnt. Das passiert nicht sehr häufig. Aber manchmal passiert es. Und natürlich passiert es bei dir jetzt im Video. Darf der nicht despawnen oder was? Nee, ich glaube, der ist wirklich da nur Deko. Natürlich darf der nicht despawnen, Conan. Glaubst du, ich setze ihn da zur Deko hin? Ja, aber dann ist es ja schlecht gebaut, wenn er nicht despawnen darf. Nee, du spielst nur schlecht. Wieso spiele ich jetzt schlecht? Ja, weil du ihn halt despawnst. Ja, wieso? Wie kann ich ihn denn nicht despawnen?
Muss ich da hin und her hüpfen vorher, dass der nicht die Spawn... Dann benutzt doch einfach mal die integrierte Retry-Funktion, anstatt jedes Mal am Anfang dieses Raumes diesen mittelmäßigen Save-State zu laden. Das ist ja furchtbar. Aber jetzt ist er noch da. Okay, ich muss dann den Shell-Jump nutzen. Den Wall-Jump nutzen. Ist in Ordnung. Und dann schieße ich da durch. Und dann fällt der runter. Oder so. Bruder. Nee, ich... Soll ich da durch? Ich meine, deswegen ist doch da offen, dass ich da durchschießen kann. Und dann fällt der runter zusammen mit der Shell. Das ist doch, was passieren soll. Wo ist offen? Na, das Feuer. Wie, was mit dem Feuer? Ich kann doch die Shell durch das Feuer durchschießen, oder nicht? Nein, das ist ein Mantra, habe ich ja schon mal gesagt. Ach so! Ich dachte, ich soll da durch... Oh, da muss ich das ganz anders spielen. Nein, das ist ein Mantra. Ja, ist okay. Also soll ich die Shell einfach mit darüber nehmen? Ja. Okay. Das sollte ich hinkriegen. Ich hoffe doch, dass du das hinkriegst. Weil wenn du es nicht hinkriegst, dann schaffst du das Level halt nicht, ne? Das wäre doof. Ja, das wäre echt doof. Jetzt sind wir schließlich schon so weit in dem Level drin. Sind wir wirklich schon weit in dem Level drin? Ich habe ein bisschen Bedenken, dass wir im ersten Raum von 5 sind. Nein, wir sind im vierten Raum von 5. Es sei denn, du meinst nur nicht Tutorial-Räume, dann sind wir im zweiten Raum von 3. Nee, dann ist alles in Ordnung. Ja, 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 okay, so. Oh, guck mal. Ja, und nü? Ja, das kannst du ja wohl selber rausfinden. Ja, ich kann nicht da hoch. Ich kann... Ah, ich verstehe. Ich glaube, du bist der Erste, der das auf einen Hieb richtig macht. Ich hab's ja nicht hingekriegt. Ah, du meinst vom Verstehen her. Hm? Ja gut. Aber was anderes wäre doch gar nicht übrig geblieben. Oh, du kannst mit diesem blauen Cooper sehr viel Unfug treiben, der dir nichts bringt. Ja, runterscrollen geht halt nicht, sonst hätte ich das probiert. Oh je, nee, zum Glück habe ich Scrollen deaktiviert. Weil dann hätte ich ja die gleiche Situation, ne? Dann kann ich den ja auch da. Das wäre halt leichter. So, das ist richtig. Und jetzt muss ich wahrscheinlich die Shell wieder mitnehmen. Das heißt, wir machen jetzt da einen Wall. Du hast ja jetzt dadurch, dass du den so lange hast operieren lassen, den blauen Cooper, hast du den jetzt den Sprung nicht einfacher gemacht. Ich dachte, ich muss von hier so einen Wall-Jump ansetzen. Aber ich verstehe, was du meinst. Das kannst du machen. Das solltest du aber vielleicht nicht. Ich muss die Shell noch mitnehmen, oder? Ja, aber jetzt kannst du einfach auf blauen Cooper und Shell drauf. Ich wollte gerade sagen, das kann ich mir doch trotzdem holen. Das ist richtig. Und dann habe ich es mir ja doch nicht so viel schwieriger gemacht. Naja, stell dir mal vor, du müsstest jetzt dieses Manöver jedes Mal machen, wenn du den Rest des Raumes angehen möchtest. Ja, mache ich aber nicht. Ich spiele mit Safe States. Wie ein ganz das großer. So, okay. Das sieht jetzt cool aus. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Ei, du hast den Raum richtig. Du hast den Sprung richtig verstanden. Auch hier wieder. Was ich auch schon wieder alles gesehen habe bei dem. Wie soll man ihn denn sonst verstehen? Du kannst die Shell auch nach oben werfen. Oh Gott. Ja, aber das sind dann wieder... Ja gut, das sind dann wieder so Kaizo-Sprünge, die ich halt nicht mal im Sinn habe, so einen Backwards-Shell-Jump. Ja, die sind auch komplett bekloppt. Das ist komplett dämlich. Das ja, gut. Hat heute jemand gemacht in dem Aber Level. Ich verstehe, das dass die dieses Setup dämlich, so sehen. Einfacher. Ja, ich verstehe, dass die dieses Setup so sehen, weil das halt das ist, was die ständig machen. Come on! Kann man auf den Spiny-Spin-Jumpen anstatt irgendwie... So an der Wand zu bleiben. Ah, jetzt gern versucht. Okay. Der Versuch war da. Ja. Wir ehren den Versuch. Gemeinsam. Übrigens, wir sind schon über einer Stunde. Ich wollte es nur mal sagen. Ja, ich konnte ja nicht wissen, dass du mit dem letzten Raum solche Schwierigkeiten haben würdest. Ich auch nicht. Wobei, ich hätte es mir nicht denken können, wenn du mir einen Hack schickst, dass da was bei rauskommt. Naja, also du kennst mich ja. Ja. Und ich falle jedes Mal drauf rein. Ach, komm schon. Das ist der netteste Hack, den ich in den letzten 6 Jahren rausgebracht habe. Okay. Ja. Wahrscheinlich ist es falsch. Ich glaube, Cruella wäre einfach.
Oh, 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 oh. Naja. Ich glaube, Vergangenheitskonnen widerspricht dir. Ja, nee, ich mein Cruella. Also, Cruella ist ja mehr so Glitchwissen, weniger Durchführung. Naja, ja, ist blöd. Du machst übrigens ein Safe-Set-Wissen, ne? Ja, hätte ich können. Komme ich dahin zurück? Ja, okay. Muss ich da so, schaffen wir es auf den anderen zwei? Nee. Ja. Hui! Ach so. Schaffen wir einen Spin-Jump vom Rope? Ja. Ja, komm, das schaffen wir. Der ist ja jetzt nicht so mega schwer. Und nur lange nicht mehr gemacht. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber in Cruella hast du mal irgendwie 10 von denen am Stück machen müssen. Ja, einer reicht. Danke. Und hier reicht einer, ne? Da siehst du mal, wie viel netter ich geworden bin. Wieso? Warte mal, ist das überhaupt meine Spring? Ist das überhaupt meine Spin-Jump-Taste? Du sollst nicht Spin-Jump drücken. Ach ja! Vergessen, wie es geht, danke. Ja, anscheinend vergisst das jeder, wie das geht. Ich glaube, ich hab das irgendwie seit dem Ende des Contests, glaube ich, irgendwie 5 verschiedenen Leuten sagen müssen, weil keiner dieses Level sonst geschafft hätte. Weil alle vergessen, wie diese Sprünge funktionieren. Warum muss ich eigentlich immer so komische Scheiße bauen? Das ist mein Videotitel. Ja, kannst du in den Titel und ins Thumbnail schreiben. Ich mache ja kein extra Thumbnail. So. Und auf dem Thumbnail dieses Rope rot umkreisen und noch einen Pfeil daneben malen. Wofür ist denn jetzt der Koopa da? Einfach nur, um mich zu ärgern, dass ich da nicht so schnell in den Block rankomme. Also du musst nicht an den Block walljumpen. Das ist der gedachte Weg, was du gerade gemacht hast. Ja, das ist mir schon bewusst. Ich sag ja einfach nur, mich zu ärgern. So, jetzt. Ach, Mist. Ach so, klar, das ganze Level ist natürlich nur gebaut worden, um mich zu ärgern. Ich wollte eigentlich überhaupt nicht an dem Contest teilnehmen. So, oi. Was ist das denn jetzt wieder? Erstmal du kannst mal ein Safe-Set setzen und einfach mal was zeigen. Was glaube ich, noch niemand gesehen hat. Okay. Und zwar spreng mal einfach hoch zu der Turnblock Bridge. Da hoch. Auf den Block unter der. Ach, willst du mich jetzt da durchdrücken lassen oder was? Uah! Ich meine, du musst da eh hoch, ne? Ich finde das mal lustig. Das wolltest du jetzt sehen oder was? Dass ich da zerquetscht werde? Nee, du wirst ja nicht zerquetscht. Du wirst in die Decke reingezogen. Ja, cool. Anyway, du musst da eh hochspringen, ne? Also. Ja, schon. Das, aber ohne zu sterben nach Möglichkeit. Das ist richtig. Ja, nö. Oh, ach so, jetzt muss ich wirklich so einen blöden Sprung machen. Ja, viel Spaß dabei. Wobei der, ich glaube, das Setup ist ganz nett gebaut. Ja, fast schon so als Wolle. Ja, der passt, der ist gut. Aber springen drücken könntest du trotzdem. Ja, ich bin dabei. Lass mich Gefühl bekommen für den Sprung. Ich sehe das Gefühl. Kommt gleich. Gleich am Montag kommt das Gefühl. Richtig. So, easy. Ah. Guck mal, und da ist der Raum auch schon vorbei, das ist ja wirklich. Das ist eine Tür, Conny. Ah, wir sind nicht bei Mario Maker. Mario Maker hat dich wirklich verdorben. Bei Mario Maker musst du ja einfach nur nach oben drücken und gehst halt durch die scheiß Tür durch und musst es nicht timen. Das wusste ich nicht. Ah, okay. Ja, Mario Maker ist ja auch für Leute. Hast du gerade wirklich Leute einfach nur gesagt? Ich habe überlegt, ob ich noch irgendwas davor. Ja, ciao. Ich habe überlegt, ob ich irgendwas davor noch sage, aber dann habe ich gedacht. Ah, guck mal, letzter Raum. Muss nicht. Okay, das ist jetzt ein riesiger Walk nach oben einfach. Ja, also, Das wird spaßig, da zwischendurch Safe States zu setzen. Nee. Da gibt es zwischendurch Plattformen, auf denen du dich ausruhen kannst. Alles ganz nett gebaut. Außer die Stellen, die es nicht sind.
mag das. Brauche ich die Shell? Oh nein. Nee, ich glaube, der Koopa ist da nur zur Deko. Nein. Also muss ich draufspringen und mir unten die Shell holen und dann wieder hoch. Nein. Übersiehst Glück. Ich muss ihn nur zum Hochspringen nutzen, oder was? Nein, 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 drück doch einfach mal Retry, dann wirst du vielleicht gleich ein paar neue Blöcke sehen. Ach, guck mal, da sind sie ja schon. Ach, da liegt dann die Shell drauf. Ach. Fast so, als seien die da. Als wären die da nicht nur Deko, die Blöcke. Ja, gut, aber. Dann kann ich ihn trotzdem jetzt schon abwerfen und dann halt von unten mir die Shell holen. Hä? Oh, das war dumm. Ich habe keine Ahnung, was du da gerade probierst, aber es ist nicht einfacher als die normale Lösung, ne? Okay. Glaube ich, dass. Also einfach mal hochspringen. Und das Level richtig spielen. Ich könnte jetzt einfach mal neu den Retry laden. Ja, fast so, als wäre diese Funktion aus einem Grund in dem Spiel integriert. Ich glaube, ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich da den State immer lade. Au! Ach, da brauche ich den Shell Jump. Und auf den Blöcken kann ich dann auf den Wölken, auf den Blöcken. Ja, genau. Oh. Das ist doch alles total nett gebaut. Auf den Wolken kann ich dann chillen. Ja, fast so, als würde das Level dich gar nicht hassen. Ich hatte auch nur der erste Raum gehasst. Der zweite Raum, ich mein, war ja. Das ist natürlich auch eine Lüge, ne? Also. Der zweite Raum war ja voll cool. Also den zweiten Raum würde ich gleich nochmal spielen. Oh, das will ich sehen. Vielleicht mal ohne Stats. Nicht ohne. Nein, ohne Stats also wirklich nicht. Aber der Raum an sich war cool. Ja, der Raum davor ist ja auch cool. Nein. Nein. Wow. Nein, so Sachen wie P-Speed behalten, so das ist so Zeug, was mal. Das mag ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Aber das ist rein subjektiv, das heißt nicht, dass es objektiv ein schlechter Raum war. Für Kaizo war es ein sehr guter Raum. Aber halt nicht für das, was ich gerne spiele. Ah, der große Level-Design-Kritiker Konnekun 88. Nein, es ist ja kein Level. es ist ja nur Subjektivität, es ist ja keine Kritik. Ich weiß, Deswegen könnte ich auch nie sowas kritisieren, weil ich würde, also wenn ich das jetzt bewerten würde, würde ich sagen, der erste Raum war Kaizo, technisch war der sehr gut. Halt sehr schwer, aber schwer heißt ja nicht gleichzeitig schlecht. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Judges das sehen werden. Ja, aber ganz ehrlich, sind denn die SMW-Judges wirklich objektiv? Ich meine, das sind keine ausgebildeten Juroren, das sind letztendlich auch nur... Das sind auch nur einfach hobbylose Spieler, die Gamer, die halt einfach sehr viel besser sind als du. Außer ein gewisser Judge. Allerdings ist doch bestimmt wieder dabei, oder? Hier, wie heißt dann wieder? Linkdad? Mein Lieblings-Typ. Morsel. Morsel? Nee, Morsel hat kein Level. Hat er? Beigetragen. Was? Ich meine, der baut Morsel für VLDC schon fast Kaizo-Kram. Und dann macht er beim Kaizo Design Contest nicht mit. Was ist denn jetzt kaputt? Nein, Morsel hat kein Level gebaut. Also, das ist sick. Ja, ich meine natürlich, Morsel hat alle 77 Level gebaut. Und auch das hier. Ach so. Eigentlich mache ich mich nur die ganze Zeit über dich lustig, weil du Morsels Level spielst. Nein, das Level hat schon deinen Stil. Nee, das ist Morsel. Nein. Doch, das hat Morsel gebaut. Nee, Morsel hat wirklich keins gebaut. So, wann lade ich das jetzt eigentlich hoch? Nee, nicht wann lade ich es hoch, sondern wann stelle ich es frei. Das ist jetzt die Frage. Direkt. Für die Leute, die um 2 Uhr morgens unbedingt noch in der Bewegung kommen. Einfach Bonusvideo mitten in der Nacht. Ja, um 2 Uhr morgens oder so. Perfekt. Ja, meine Vorschläge sind immer die besten. Ach, komm schon! Also Conor, du musst nur bis zu diesen Wolken kommen. Das ja, ich weiß. Das kann ja nicht so schwierig sein. Ich bin auch gerade wieder einfach nur dumm. Nee, der Raum ist wirklich schwierig. Ja, aber trotzdem...
Ich meine, der Raum ist wirklich schwierig. Also das meine ich jetzt auch komplett ernst. Also der. Ja, trotzdem scheitere ich ja aber an dem normalen ersten Sprung und das ist ja, hat ja mit Schwierigkeit nichts zu tun. Ich meine, auch in dem anderen Raum, wo du irgendwie 10 ja. Minuten am ersten Sprung gehangen bist, das ist auch normal. Ja, natürlich ist es normal, aber... kriegst du die Walljumps einigermaßen. Also, sagen wir mal, einige, also eigentlich kriegst du sie nicht. Also, ich wollte dich gerade loben, aber dann ziehst du hier wieder das ab. Ich wollte gerade sagen, wenn HF versucht dich zu loben und du erstmal wieder komplett reinhaust. Aber immerhin liegt da, steht der Cooper, also läuft der Cooper jetzt schon mal da oben. Ja, hurra. Weil das vielleicht sogar schlechter ist. Fühlen sich wenigstens die Walljumps gut an. Nein. Das ist schade. Kannst du das Level auch nochmal bauen mit den normalen Walljumps? Mit so ganz normalen. Ja, das wäre so viel angenehmer zu spielen und schöner. Ach so. Ohne Patch. Also einfach praktisch mit Vanilla Walljumps. Nein. Dann ist es perfekt, aber es ist immer noch machbar. Nicht solche. So. Also du könntest dieses komplette Level auch ohne den Walljump-Patch spielen. Nee, nicht solche. Ich meinte halt die richtigen Walljumps. Also die. Nein, das Level würde damit nicht funktionieren. Warum? Weil du die nicht einseitig an einer Wand machen kannst. Doch. Es sei denn, du benutzt die komischen, die man einseitig an der Wand machen kann. Ich meine, es gibt irgendwie 10 verschiedene Walljumps. Ja, eben. Ne? Ich meine die richtig guten, die du einfach immer machen kannst, wenn du an der Wall hüpfst. Nein, das sind die besten. Sind das halt die besten? Warum sind das so? Warum sind das so Treppen? Kann ich nicht einfach die Shell wieder bis mit runternehmen? Natürlich kannst du das machen. Was will ich denn mit den Treppen da? Ich meine, ich sag nur, dass es die besten sind, weil es meine sind. Da warte ich doch einfach, bis er hierher kommt. So. Und dann hüpfe ich halt wieder hoch und dann schieße ich die halt weg. Und jetzt ist Chill. Ja, bist du dir sicher, dass du die Shell nicht mehr brauchst? Habe ich sie jetzt gekillt? Nee, du hast sie halt geoffscreened, ne? Ah, die kommt nicht wieder. Ja doch, sie käme wieder. Aber das sind Wolken, ich komme nicht wieder runter. Das ist richtig. Ja, das also dann... sie käme wieder, aber du kommst halt nicht mehr ran. Ja, das ist dann dumm. Dann muss ich das anders machen. Das ist richtig, das musst du anders machen. Dann muss ich meine, du musst halt einfach nur... Ja, ich muss sie halt im Bild lassen, wenn ich die hochspringe. Wenn ich die hochspringe. Wenn ich reden könnte, dann wäre das auch cool. Ja, es ist so ähnlich halt. Huch! Huch! Hä? Wo ist meine Shell? Da. In deiner Hand. Ja, da war sie eben nicht mehr. Nein! Okay, das macht das Ganze nochmal etwas unangenehmer. Nein, es ist nur eins weg. Komm ich da durch? Nee. Nö. Also, ob man da durchkäme, ist natürlich eine interessante Frage, aber ob du da durchkommst, da ist die Antwort ganz einfach. Na gut, meinetwegen. Ich meine, ich glaube, es ist für dich auch einfach sehr viel einfacher, dich selbst hier zu laden und die Stelle richtig zu spielen, anstatt da irgendwie jetzt 5 Minuten auf Kampf zu probieren, durch diese Dinge durchzukommen. Okay. Guter State, schlechter State. Es ist immer noch guter State. Nur schlechte Umsetzung. Einfach Traum-State. Yeah! Ah, Conan und komische Geräusche. Ich sollte mal wieder einfach komische Geräusche von dir zusammenschneiden. Du bist herzlich eingeladen, ganz viele Compilations zu machen. Viel Spaß. Wink, 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 wink. Nein! Magst du die Musik eigentlich immer noch? Ja, na klar. Die Musik wird nicht schlechter. Also, warum soll die Musik schlechter werden? Keine Ahnung, mir würde sie mittlerweile auf die Nerven gehen vielleicht. Nein, das ist Musik, die kannst du immer hören.
Krass. Das ist so einfach normales, neutrales. Ja, dann habe ich ja die, dann hab ich ja die richtige Musik für das Level gewählt. Ganz gut. Ja. Moment, die kann ich einfach hochschmeißen. Das ist richtig. Muss halt jetzt nur aufpassen, wenn ich hochspringe, dass ich die halt nicht so ne. Genau das. Ich wollte es nur demonstrieren. Ja, selbstverständlich. Ach so. Aber ich bleib da oben nicht drauf stehen. Oh. Da habe ich kurz ein bisschen falsch gedacht. Oh, Conan erkennt das Setup. Die Schwierigkeit der Stelle. Oh nee. Oh nee. War das ja dumm. Ich finde das Setup sehr klug. Na, jetzt ist die gelbe Shell weg. Ich glaube, die ist noch da. Oh Gott! Bleibt die da? Ja! Ja, ja, die bleibt da. Ja, dann kann ich ja auch hochpfeffern. Und die bleiben immer noch da. Hä? Hey, wieso ist die rote jetzt weg? Ja, weil du sie noch weiter nach oben geworfen hast als die gelbe. Oh. Wenn ich das jetzt ganz vorsichtig mache, dann passiert da gar nichts. Wenn du natürlich dich dabei ein bisschen geschickter anstellst, ja, dann bleibt die rote da oben auch liegen. Ja, stabil. Aber du musst dich halt schon ein bisschen besser anstellen als das. Ja, stabil. Ja, easy. Na, guck mal. Perfekt. Dann musst du nur noch die Stelle schaffen. Sind wir das jetzt ein Double Shell Jump oder was wird das jetzt? Ne, das ist nur ein Shell. Ja, aber wieso sind da zwei? Ja, weil du einen Shell behalten musst. Ja, ich meine natürlich, weil ich einen Shell übrig gelassen habe. Ups, zerstör mal die eine. Huch. Warum hast du denn jetzt zwei Shells? Ach so, ich muss die eine hochpfeffern und dann den Wall Jump und dann den Wall Jump und dann den Wall. Und dann den Shell-Jump machen. Mann! Das hat mich wirklich kaputt gemacht. So. Kriegen wir hin. 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 Oh, ich spring von hier sogar hoch. Oh, ich spring von hier hoch. Das würde passen. Spring hoch! Ach, Mario, tu mich halt nicht. Ja. Okay, egal. Nochmal. Ah, dass ich mich da oben nicht halten kann. Nee, also da oben staten ist Schwachsinn. Ich meine, andere spielen das ja komplett ohne States. Das ist ja. Ich weiß nicht wie. Vor allem, du sagst, du kommst da in 10 Minuten durch. Ja, klar. Bist du des Wahnsinns? Nee, ist einfach nur mein. Connor, hast du gerade die andere Ausstellung auch gekriegt? Ja, wollte ich nicht. Du eine für den Shelter. Ja, ich. Ist mir schon bewusst, das war keine Absicht. Also, ja, Connor, das ist halt mein Level, ich kenne das halt. Ja, aber kennen tue ich es jetzt ja auch, deswegen kann ich es ja trotzdem nicht. Ja, aber ich kann es trotzdem in 10 Minuten spielen. Also, es bleibt ja trotzdem schwierig, auch wenn du es kennst. Dir nützt ja hier nicht zu wissen, wie es theoretisch geht, sondern musst es ja auch umsetzen. Ja, die ist jetzt weg. Ah! Nein! Ist die noch da? Ja, ja, sie ist hier noch da. Ja, der jetzt nicht mehr, aber der State ist gut. Von hier aus machen wir das. Von hier aus machen wir das. Von hier aus machen wir das! Gleich. Wenn ich mich wieder beruhigt habe. Chill! Chill, Mario! Ganz ruhig, ist alles gut. Nein! Komm, Mario. Ist alles gut? Ist alles gut? Yes! Okay. Willst du den letzten Sprung ohne meine Hilfe probieren oder soll ich dir gleich sagen, wie er geht?
Weil alle Leute machen den falsch und das ist nur schwieriger, wenn man ihn. Jetzt lass mich doch erstmal gucken und chill. Ja, gut. Dann will er direkt spoilern. Ja, ich habe definitiv zu viele Leute gesehen, die diesen Sprung falsch gemacht haben. Das triggert mich. Weil der Sprung ist sehr schön. Wenn man ihn richtig macht. Oh, das ist ja alles schon hier. Ja, das ist ja schon vorbei. Es ist total nett. Na, dann würde ich sagen, du willst, dass man erst den Shell-Jump macht und dann das Springboard hochwirft und dann auf dem Springboard landet. Lol, nein. Schade. Würde aber auch funktionieren. Dass du praktisch, ach so. Nee. Nee, aber nur Shell-Jump ist wahrscheinlich auch falsch. Es geht. Es ist nur sehr, sehr knapp. Ich frag mich halt gerade, wie du den so oft brutal falsch sehen konntest. Ja, weil du halt nicht einfach einen Shell-Jump machen sollst. Also ja, es geht zwar, aber es ist halt nicht angenehm und nicht schön, nicht elegant und irgendwie auch langweilig. Okay. Also der gedachte Weg, legt man das Springboard ein bisschen näher an die Todesblöcke. Also wir müssen ja auch mal ein bisschen explosiv Content hier in dem Video zeigen, ne? Das siehst du bei anderen Playthroughs halt nicht. Und jetzt guck mal in die andere Richtung. Genau, und jetzt wirfst du die Shell hoch, kurz nachdem du das Springboard verlässt. Kurz nachdem du das Springboard verlässt. Nachdem du es verlässt. Kurz danach. Ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Nur besser. Kurz nachdem du das Springboard verlässt. Wartest immer so. Eine Sechstelsekunde oder so. Einen hohen Sprung schon. Vorsprung war schon richtig. Ja, fast so. Das ist schon fast das richtige Timing gerade. Ja. LOL! Okay. Das ist ja interessant. Das kannte ich noch gar nicht. Ja, gefühlt kennt das niemand. Deswegen wollte ich das in das Level einbauen, aber anscheinend kennt es immer noch niemand, also. Der Trick ist aber viel zu cool, um ihn nicht in ein Level einzubauen, deswegen musste ich das einfach machen. Ja, der hat schon was. Ich überlege nur gerade, ob es noch irgendwie anders angenehmer geht. Nee, das ist die angenehmste Methode. Are you sure about that? Ja. Ich habe das Level mehr als 0 Mal gespielt. Ja, aber ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich es hinkriegen würde... Lass mich mal was probieren. Ich meine, ich kann dich eh nicht dran hindern, ne? Wir haben ja eh Zeit. Huch. So. Wenn ich jetzt so springe. Oh je. Ah, nee, das war dumm. Ich meine, stell dir mal vor, du hättest einfach den ganzen Raum davor gespielt und würdest jetzt ohne selbst hier spielen und würdest das probieren. Ja, aber weißt du, was ich vorhabe? Geht es überhaupt? Ich weiß nicht, was du vorhast. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich wollte mit der Shell und dem. Also mit dem Trampolin in der Hand hochspringen und dann praktisch noch einen Swing Jump. Ah, ich meine, du kannst jetzt versuchen, an der rechten Wand einen Wall Jump zu machen. An der rechten. Ah. Das andere rechts, Conan. Das andere rechts. Ah, ja. Das ist cool. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Aber du kannst es zumindest mal probieren. Ich glaube, es hilft dir nicht. Es ist schon trotzdem noch ein ganzes Stück nach oben, ne? Ja, also ich glaube, das klappt nicht. Aber ja. Ich meine, du siehst, also ich sehe, was du tun willst. Ja, aber ich sehe, was du sagst auch. Sag mal. Da bist du in den Todesblock reingesprungen.
Ja, nee, das ist ja noch bescheuerter. Das ist ganz schön schwierig vor allem auch. Also das ist halt wirklich einfach schwierig. Du kannst noch versuchen vielleicht... Springboard und Shell zu double grabben? Nein, mir gefällt deine Variante am besten. Ich glaube, dieser Shell-Jump hier, der ist einfach der schönste. Ja, fühl dich. Es sind streng genommen genau 4 Frames, nachdem du das Springboard verlässt. Glaube ich. Vielleicht sind es auch 5. Falls ihr das ein Gefühl für die Situation habt. Ja, guck mal, da bist du auch schon durch. Huiuiuiuiui, 1,5 Stunden. Eineinhalb Stunden. Das. Das ist. Sechsfache von dem, was du gedacht hast. Das ist ja fast so lange wie. Stabil. Wie einer meiner Tester, der es ohne Safe-Sets gespielt hat. Ah. Aber du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Ja, aber mit Millionen Safe-States. Was zur Hölle? Eieiei. Ja, jetzt ohne Safe-Sets, bitte. Ja, mach mal vor. Du hast bestimmt in deinem Stream irgendwann mal ohne Safe-States gespielt. Nee, ich hab's in meinem Stream nie ohne Safe-States gemacht. Oh. Na gut. Na gut, aber die Aufnahme können wir erstmal beenden an der Stelle. Ja, Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke mich nicht fürs Impfen. Nein. War natürlich interessant, mal wieder ein Level von dir zu spielen. Können wir so in 3 Jahren nochmal machen. Dann vertraue ich dir wieder. Nein. Der zweite Raum war cool. Der dritte eigentlich auch. Eigentlich war nur der erste ein bisschen doof. Aber nicht doof im Sinne von schlecht, sondern doof im Sinne von... Hat mir jetzt nicht so gefallen. Was aber, wie gesagt, subjektiv ist. Ansonsten... den zweiten und dritten Raum könnte ich mir vorstellen, grundsätzlich nochmal zu spielen. Nicht jetzt, weil ich Lust drauf habe, aber so einfach von der Motivation her. Aber den ersten nicht. Also auch ohne Safe-Sets? Nein. Ohne Safe-Sets bin ich da raus. Ich krieg's ja ohne Safe-Sets überhaupt nicht hin, diese Wall ständig zu grabben. Das ist ja... Nee. Das ist ja furchtbar. Aber gut. Ich empfehle jedem, dieses Gefühl einmal selbst zu erleben. Ladet euch den Hack runter. Link ist in der... Da ist der Link überhaupt in der Beschreibung? Gibt's einen Link? Kann ich den Link... Den ich hab dir doch einen Link geschickt. Kann man den verwenden? Nee, da weiß man aber nicht. Okay. Dann ist der Link in der Beschreibung und ihr könnt euch selber an dem Ding ausprobieren. Viel Spaß dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss.